Futterberechnung. Heute will ich euch mal zeigen, wie man mit Hannes seinem Futterrechner ein handelsübliches Fertigfutter nachbaut, wie man überprüft, ob alles drin ist, was der Hund braucht und wie man es im Zweifel optimiert. Das mache ich hier am Bildschirm und ich führe euch einfach mal dadurch, wie man das macht. So, als erstes ruft man Hannes seinen Futterrechner auf. Dazu nehme ich meinen Link, den ich mir abgespeichert habe. Ich könnte es genauso gut da oben eintippen. Ich klicke jetzt also auf den Link und als allererstes muss ich mich anmelden. Also, ich benutze nicht meinen normalen Account, sondern einen, den ich extra hier für diese Show eingerichtet habe. Dein Name. Das ist also mein Benutzername. Mein Passwort verrate ich euch nicht. Und dann klickt man auf Anmelden. Nein, will ich nicht sichern. Dann muss man nochmal weiter drücken. Und dann sieht man dieses Bild. Ich nehme mal an, ihr habt das schon öfters gesehen. Wenn man sich neu anmeldet, hat man noch keinen Hund. Hat man schon einen Hund eingegeben, findet man den Namen des Hundes und kann dann wieder auf Unbekannt klicken, um einen neuen Hund zu erfassen. Wir nehmen jetzt einen Hund und nennen ihn Standardhund. Wir machen ihn ungefähr 5 Jahre alt und lassen ihn geboren sein in 2014, 10, 20, dann würde er genau heute 5 Jahre alt werden. Ich gehe mal davon aus, dass der deutsche Durchschnittshund 15 Kilo schwer ist und auch 15 Kilo schwer sein sollte. Ups, das war jetzt zu weit gehüpft. So, das trägt man ein, dann berechnet er schon mal. Ich gehe mal davon aus, dass er durchschnittlich aktiv ist, nämlich so ungefähr 1 bis 2,5 Stunden am Tag, dass der Mensch was mit ihm unternimmt, wo er dann toben und rennen und spielen und was weiß ich was kann. Ich gehe davon aus, dass er alleine lebt, und also nur mit seinen Menschen und nicht mit anderen Hunden. Über sein Alter ist er halt zwischen 2 und 7 Jahre alt. Er ist eine Hündin und intakt. Hannes, sein Futterrechner, rechnet anders als andere Rechner. Er geht davon aus, dass intakte Rüden mehr Energie brauchen als kastrierte Rüden, aber dass Hünnen keine wesentliche Auswirkung auf den Energiebedarf haben, egal ob sie kastriert oder intakt sind. So, ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass es ein besonders aktiver Hund wie ein Jack Russell ist oder auch ein besonders mit besonders hohem Grundumsatz wie, mit besonders niedrigem Grundumsatz wie Dackel oder sonst was. Unser Hund hat also einen Energiebedarf von ungefähr 3,1 Megajoule. Wenn man wissen will, wie sich das zusammensetzt, kann man hier auf den Infobutton klicken und kriegt dann die Information, wie man das berechnet. Nämlich aus dem Idealgewicht hoch 0,75 ergibt sich das Stoffwechselgewicht. Das multipliziert mit 98 ergibt dann eben diese 3,1 Kilojoule pro Tag. Mit dem Button Info kriegt man das wieder weg. Und wir sagen, er erhält sein Futter aus verschiedenen Futtermitteln und oder Lebensmitteln. Das ermöglicht uns, ein Rezept einzugeben. Jetzt klicken wir auf Speichern. Zack, und erhalten jetzt direkt eine Eingabemaske für ein Rezept. Wir wollen jetzt aber kein Rezept eingeben, wie wir normalerweise selber einen Plan zusammenstellen, sondern wir wollen ein Futter nachbauen. Dieses Futter ist schon drinne in Hannes seinem Futterrechner. Wir können uns das hier direkt mit dem Fefu-Finder anzeigen lassen. Da klickt man hier drauf. So, wir suchen ein Futter, das als Alleinfutter deklariert ist, aber keines ist. Deswegen wählen wir die Art Ergänzungsfutter. Und wir suchen ein Futter der Marke Pfudi. Da ist es. Und wenn man dann hier unten auf die Liste klickt, dann kriegt man es angezeigt. Um jetzt das Ganze halbwegs sinnvoll benutzen zu können, verkleinere ich die Darstellung. Das geht an jedem PC oder auch an jedem Mac mit der Command- oder Steuerungstaste und dann Minus. Zack, kriegt man es kleiner angezeigt und hat mehr Platz auf dem Bildschirm und kann das alles besser sehen. So, ihr jetzt vielleicht zu Hause am Bildschirm nicht so, am Handy wahrscheinlich auch nicht so.
Aber das ist am Bildschirm eigentlich für mich die angenehmste Art zu arbeiten. Also wie gesagt, mit Steuerung oder Komma Minus macht ihr es kleiner, mit Plus macht ihr es wieder größer und mit Steuerung 0 kriegt ihr die Normalansicht. Wir machen es wieder kleiner. So, uns geht es jetzt um das Nassfutter Wilder Hirsch. Sieht man hier. Ich weiß nicht, ob ihr den Screen des Dingens da seht. Also unser 15 Kilo Standardhund müsste 529 Gramm von diesem Futter täglich essen, um seinen Energiebedarf gedeckt zu werden. Das Futter enthält 70,9% Wasser. So, abzüglich des Wassers ist in der Trockensubstanz nur noch ein Drittel Protein, so weniger als ein Drittel Fett, weniger als ein Drittel Kohlenhydrate, etwas Faserstoffe und Mineralstoffe. So, das Rezept setzt sich zusammen, sieht man hier, aus 50% Muskelfleisch vom Hirsch, rote Beete, Kartoffeln, Äpfel, Preiselbeeren, Leinöl, Eierschalenpulver und Thymian. Also würde ich auch essen. Jetzt tippen wir quasi diese hier genannte Zusammensetzung ein in den Futterrechner als ein Rezept. Und wir nennen dieses Rezept Foodie Hirsch. Jetzt sehen wir hier eine leere Tabelle. Wir zählen mal eben, es handelt sich um 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zutaten. Und jetzt drücken wir 8 Mal den Button Zeile hinzufügen. Damit bekommen wir dann eine leere Tabelle. 6, 7, 8. Und fangen dann auszuwählen. Man muss jedes Element in dieser Tabelle einzeln auswählen. Die Logik ist immer: Bitte auswählen, dann wählen wir Lebensmittel, dann wählen wir die Lebensmittelgruppe, nämlich Fleisch. Dann nehmen wir jetzt das Lebensmittel selber, blättern runter bis zum Hirsch. Dieses Blättern kann man am PC wunderbar beschleunigen, indem man auf H drückt. Dann muss man nicht endlos da rumscrollen. So, dann ist es übernommen. Dann sagen wir, wir nehmen 50 Gramm. Es handelt sich tatsächlich um Prozente. So, wir sehen jetzt direkt dahinter, aha, mit den 50 Gramm Hirschfleisch nehmen wir auf 237 Kilojoule, 10,3 Gramm Protein, 1,7 Gramm Fett und 0,6 Gramm Asche. So, die nächste Komponente ist dann wieder ein Lebensmittel, ist dann ein Gemüse. Es handelt sich um rote Beete. Ich kürze das Scrollen ab. Rote Beete. Ich nehme einfach mal frisch. Und zwar nehme ich 15,5 Gramm. Es aktualisiert sich. Man sieht dann unten auch direkt die Summe und wie viel zum Energiebedarf und sonstigen Bedarf fehlt. Sieht man alles schon bei der Eingabe. Dieses ganze Geklicke und Gescrolle ist mir zu blöd. Am PC oder am Mac kann man, wenn man so eine Auswahl aktiv hat, einfach den ersten Buchstaben eingeben und dann blättert er selber weiter. Also ich tippe jetzt einfach ein L ein für Lebensmittel. Zack, hat er gemerkt. Die Auswahl hat sich verändert. Jetzt wähle ich die Lebensmittelgruppe Kohlenhydrate mit K und ich nehme Kartoffeln. Dann nehme ich die geschält gegarten, weil rohe sind einfach nicht drin und auch 15,5%. So, das nächste Lebensmittel ist ein Obst und zwar der Apfel. Zack, und davon nehme ich jetzt auch 15,5 Gramm. Als nächstes nehme ich wieder ein Obst, Lebensmittel, Obst, P. Papaya wollen wir nicht. Dann kann ich einfach mit dem Pfeil runter dieses Dingens da öffnen und mit dem Pfeil runter bis Preiselbeere und Enter drücken. Davon nehme ich 2 Gramm. Dann nehme ich jetzt wieder ein Lebensmittel, nämlich die Sorte Zusätze. Und davon die Sorte Eierschale. Davon nehme ich. Ah, da sind wir noch gar nicht. Ne, dann gehe ich nochmal zurück. Dafür nehme ich den Punkt und nehme nochmal den Punkt. Und jetzt nehme ich die Fette. So, als Fett nehmen wir Leinöl. Lachsöl wollen wir nicht. Ich kann jetzt auch mehrfach das L drücken, dann blättert er quasi immer durch innerhalb des Buchstabens.
Von dem Leinöl nehme ich 1 Gramm und jetzt kommen wir nochmal zu den Lebensmitteln, zusätzen Eierschale und nehmen davon nur 0,4 Gramm. Und dann nehmen wir jetzt noch Lebensmittelzusätze, Sorte, da stimmt was nicht. Irgendwie habe ich die Eierschale hier nicht getroffen. Nein, ich habe die Zusätze nicht getroffen. So, zack, und jetzt nochmal E für Eierschale. So, und hier nehme ich jetzt wieder die Zusätze und T, den Test wollen wir nicht. Wir nehmen mal frischen Thymian. Kann auch getrocknet sein. Ich weiß es nicht. Ist nicht angegeben. Davon nehmen wir 0,2. Wir sehen jetzt insgesamt hat unser Rezept 100,1 Gramm. Es sollte 100 Gramm enthalten. Das dürfte ein Rundungsfehler sein. Ich runde jetzt die 50 Gramm Hirsch auf 49,9 ab. So, jetzt sehen wir. Wir füttern 396,5 Kilojoule an Energie mit 100 Gramm von dem Futter, 10,8 Gramm oder auch Prozent Protein, 2,6% Fett, fast doppelt so viel Kohlenhydrate, 1% Faser, die in dem Sinne nicht die Faser im Futter sind, sondern Ballaststoffe. Also sowohl lösliche als auch unlösliche Ballaststoffe. Und dann haben wir 1,1% Asche. So, hier oben sehen wir nur die Angaben in der Trockenmasse. Was uns jetzt interessiert, sind die Angaben zum Produkt, also zur Originalsubstanz. An jedem Futter in der Darstellung findet man ein Fragezeichen, genauso wie man hier an jedem Lebensmittel ein Fragezeichen findet. Man kann damit einfach aufrufen, die Produktdarstellung im Einzelnen. Schauen wir uns mal den wilden Hirsch an. Es geht dann ein kleines Fenster auf. Der berücksichtigt 529 Gramm von dem Futter. Das ist uns jetzt ziemlich egal, sondern wir wollen jetzt zur Quelle. Also wir scrollen hier einfach mal ganz ans Ende. Da steht dann die Quelle. Zack. Jetzt sieht man, das Futter wird aufgerufen, die Herstellerseite, und wir sehen hier jetzt die analytischen Bestandteile, die Analyseangaben des Herstellers. Ich schiebe das mal in ein neues Fenster. Zack. Und das schiebe ich mal rechts beiseite. Dann mache ich hier diesen kleinen Screen da aus und stelle die nebeneinander. Was sehen wir? Wir sehen, in unserem Futter sind 10,8% Protein drin. Der Hersteller findet nur 9,9%. Wir finden 2,6% Fett. Der Hersteller hat 8,4% Fett. Da fragt man sich schon, wo die herkommen können. Also zugesetztes Fett ist ja nur Leinöl drin. Also müsste das im Hirsch sein. Seltsam, seltsam, seltsam. Rohfaser liegt bei 0,7%. Da haben wir etwas mehr. Das ist vollständig normal, weil wie gesagt, in unserer Lebensmitteldarstellung sind auch die löslichen Ballaststoffe enthalten. Interessant ist die Rohasche. Die beläuft sich laut Analyse des Herstellers auf 1,7%. Wir finden nur 1,1%. Und da würde ich jetzt mal annehmen, sind keine wesentlichen Unterschiede zu erwarten. Ja, keine Ahnung, wo das herkommt. Mich interessiert jetzt mal die Fettfrage. Also wir haben hier 1% mehr Protein, aber nur 1/4 des angegebenen Fetts. Wie kann das sein? Natürlich sollte der Hirsch im Fett sein, weil Gemüse hat einfach kein Fett und Eierschalen auch nicht. So, und das Leinöl ist ja bekannt, wie viel es ist. Also müsste es im Hirsch sein. Schauen wir uns den Hirsch mal an und gucken, wo da die Nährstoffquelle herkommt. Man sieht das jetzt unten, das ist die Nutritional Software oder eben auch der Bundeslebensmittelschlüssel in der österreichischen Nährwerttabelle, dargestellt von Dato-Denkwerkzeuge. So, wir sehen hier erstens eine Information. Achtung, der BLS hat ein Problem.
Der Hirsch roh hat in den unterschiedlichen Fettstufen Mager, Mittelfett und Fett fälschlicherweise komplett idente Nährwerte, Fettgehalte. Es handelt sich dabei um Durchschnittswerte für Hirschfleisch. Ich würde jetzt auch nicht erwarten, dass so ein Hirsch ungefähr genauso viel Protein wie Fett enthält. Ganz einfach, weil die gar nicht so viel Fett ansetzen wie ein gemästetes Tier, das einfach gemästet wird, um fett zu werden. Wir sollten uns dennoch mal anschauen, was man im, so an Hirschinformationen bekommt, ob man vielleicht das Hirschfett separat als Lebensmittel benutzen könnte. In Hannes seinem Futterrechner ist nichts drin. Ich mache dieses Fenster mal zu und ich habe nebenbei schon mal ein Fenster aufgemacht, das die Suchtabelle für verschiedene Lebensmittel in der österreichischen Nährwerttabelle macht. Also hier oben seht ihr den Link, die Nutritional Software AT BLS Recherche. Den Link schreibe ich dann später auch unten auf zum Zugreifen. Das ist die Suchwertetabelle. Wir nehmen dann mal Hirsch als Suchbegriff und sagen, gib uns einfach mal alles, was du haben willst. Man kann hier auswählen, welche Felder man in der Übersicht sehen will. Uns interessiert das Fett und das Eiweiß, ist beides schon drin. Dann klickt man da unten rechts auf Suche. Ist jetzt nicht hübsch gelöst, aber es ist gelöst. Man erhält dann einen neuen Tab mit dem Ergebnis. Und jetzt kann man einfach sagen, sortiere mir das Ergebnis, bestehend aus zwei Seiten, nach dem Fettgehalt. Zack, einmal drauf. Dann sortiert er aufsteigend. Jetzt machen wir es absteigend, sortieren wir, viel Fett ist oben. So, jetzt sehen wir als allererstes hier eine ganze Reihe an Hirschgerichten, dann finden wir gegarten Hirsch, so in Mager, Mittelfett und sonst was. Dann finden wir hier den ersten rohen Hirsch, Fleisch, Mittelfett, roh. Enthält 473 Kilojoule, 3,3%, nee, hier ist es, warte, 1,5% Fett. Nee, da, dritte Spalte ist Fett. Zack, da sind wir. Also man sieht hier, oh, ja, nee, alle mit 3,3% Fett, zack, und alle mit 20,6% Protein. Die sind dann mal tiefgefroren, Mittelfett roh, Mittelfett tiefgefroren, der Hirsch an sich roh, das, der fette Hirsch roh, der magere Hirsch roh, der Hirschrücken, alle haben die gleichen Werte. Gekocht sind sie dann unterschiedlich. So, also wir haben keine andere Information als Hirschfleisch im Durchschnitt. Wir wissen jetzt, okay, in der Dose ist noch irgendwo herstammend mehr Fett drin. Kann sein, dass da irgendeine Schwarte ist, die da reingetan wird. Ich vermute mal, sie hängt am Bauch. Oder das ist ein Winterhirsch, bevor er seine ganzen Reserven aufgezehrt hat. Wir wissen es nicht. Was wir jetzt hier sehen, ist, dass darunter nichts zu sehen ist. Die weiteren Analysen, ist das Ganze jetzt bedarfsdeckend oder nicht, die erfährt man erst, wenn man das Ganze speichert. Das mache ich jetzt mal, hier mit dem Button Rezept speichern. Zack, es schreibt dann oben drauf, wir haben das Rezept angelegt und die Daten dazu gespeichert. Und jetzt finden wir Informationen. Die sagt, dass Produkt besteht zu 50% aus Protein, 12% aus Fett, 28% aus Kohlenhydrate, 4% aus Faser, 5% aus Asche in der Trockensubstanz. Es sagt auch, wenn wir 100 Gramm von diesem Produkt füttern, ist 13% der Energie des Hundes gedeckt. Also wir haben hier gesehen, das sind knapp 400 Kilokalorien und 3,1 Megajoule braucht er. Und dann sehen wir, also hier behalten wir im Auge die 13%. Wenn wir 13% Energie gedeckt haben, müssten alle Nährstoffbedarfe auch zu 13% gedeckt werden. Behalten wir jetzt mal im Kopf, ich mache es etwas größer, damit man es besser sieht. So, wieder mit Steuerung Plus. Wir sehen, bei 13% Energiedeckung ist schon 29% aller Proteine, die der Hund braucht, gedeckt. Wir sehen ferner, hier ist keine einzige Aminosäurenzacke unter 13%. Können wir davon ausgehen, an Aminosäuren wird es keinen Mangel geben. Schon mit einer Dose ist alles erreicht.
So, Calcium ist 16%, also mehr als die Energie zugeführt. Phosphor ist 13%, ausreichend. Kalium, Calcium, Chlorid, Magnesium, alles ausreichend. Bei Kupfer wird es schon schwach. Jod fehlt vollständig. Eisen ist ausreichend. Mangan ist sehr schwach. Zink ist erstaunlich hoch. Vitamine A und D fehlen komplett. Vitamin E ist nur winzig vorhanden. Bei den B-Vitaminen sollte man davon ausgehen, wenn man das in die Dose tut, die gehen nicht verloren, sondern die treten dann aus dem Fleisch oder den sonstigen Zutaten ins Wasser über. Aber ein Teil geht verloren und je nach Hitze und Verarbeitung geht dann mal bis zur Hälfte verloren. Das bedeutet, es sollte mindestens das Doppelte von jedem einzelnen B-Vitamin drin sein, wie benötigt wird. Wir sehen, bei Vitamin B1 ist das genau getroffen. Also wir gehen davon aus, nach dem Kochen ist auch B1 drin. B2 ist schon jetzt defizitär. B5 ist ja gerade mal knapp, aber in jedem Fall nicht doppelt so viel. B12 dürfte auch schwächeln. So, B6 und Niacin B3 und Folsäure B9 sind vermutlich ausreichend drin. So, wir sehen außerdem, wir haben ein Calcium-Phosphor-Verhältnis von 1,55. Das ist okay. Wir haben einen leicht sauren pH-Wert, der ist eigentlich nur interessant für Hunde mit Harnsteinen. Wir sehen eine hohe Proteinqualität von 27%. Wir sehen ein sehr niedriges Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis. Dies ist einfach durch das Leinöl ausgelöst. Wir sehen, zum Leinöl komme ich gleich noch, wir sehen einen sehr hohen Proteinanteil. Das heißt, das Verhältnis Protein pro Megajoule zugeführter Energie liegt deutlich über den vernünftigen Maßen, was natürlich daher rührt, dass wir jetzt viel zu wenig Fett in unserem Futter haben. Nichtsdestotrotz, bei sehr fleischlastigen Futtern ist das dann auch mal wirklich so hoch. Dieser Wert berechnet sich, indem man hier oben die 10,9 durch 3,964 teilt, dann kommt man auf diese Zahl. Und es ist völlig ausreichend, wenn der Hund so zwischen 10 und 15, also wenn das Futter so zwischen 10 und 15% pro Gramm Protein pro Megajoule liegt. Die meisten handelsüblichen Futter liegen zwischen 15 und 20%. Alles darüber ist wirklich Nonsens, braucht der Hund nicht. Diese dauernde Bitte nach mehr Fleisch macht keinen Sinn, hat keinen Vorteil. Was wir hier in dieser Grafik immer regelmäßig nicht sehen, ist die Information zur Linolsäure. Die findet sich unter alle Werte. Um das Ganze angenehmer zu machen, wollen wir uns jetzt mal den richtigen Bedarf angucken. Vielleicht brauchen wir diese 100 Gramm Darstellung noch. Deswegen lege ich jetzt einfach ein neues Rezept an. Und sage, nenne das unbekannt und sage jetzt mal Hirsch für unseren Standardhund. So, jetzt muss ich den ganzen Kram nicht nochmal eingeben, sondern ich sage, importiere 100 Gramm aus dem Rezept Fudi Hirsch. Und drücke auf den, also ich könnte hier noch 10 Rezepte haben und mir daraus unterschiedliche aussuchen. Also ich könnte zum Beispiel ein BAF-Rezept mit Huhn und eins mit Rind anlegen und mir ein drittes anlegen mit den Zusätzen. Und die Zusätze brauche ich dann nur einmal eingeben und kann sie importieren. So, also ich drücke jetzt auf Import. Zack. Und jetzt, ich mache das mal wieder breit. Wir brauchen jetzt gerade das andere Bild nicht. Jetzt habe ich genau die 100 Gramm, die ich vorhin auch schon eingegeben habe. Man sieht hier die Menge, die Sortierung ist jetzt anders, nämlich nach Alphabet. Die kann man auch einstellen über Menge und dann sieht es wieder aus, wie wir das vorhin hatten. Jedenfalls so ähnlich. Der Apfel ist jetzt vor der rote Beete, aber das passt schon. Und jetzt gibt es hier den Knopf, mach die Energie auf 100%. Wir sehen, also hier ist gerade mal, weiß ich nicht, 13% vom Bedarf. Es fehlt ganz viel. Dann sagen wir hier 100%. Und er skaliert das Rezept in der Zusammensetzung auf die benötigte Energiemenge. Die wird nicht ganz getroffen wegen den Nachkommastellen, aber so im Großen und Ganzen passt das.
So, dann sagen wir jetzt, speichere bitte das Rezept. Macht er. Jetzt hat er wieder umsortiert. Ist uns im Moment auch egal. Weil jetzt können wir genau sehen, aha, was ist denn wirklich rot? So, und wir sehen, das Thema Kupfer ist rot. 80% sollte mindestens, 80% des Bedarfs sollte mindestens drin sein. Jetzt wäre das Allereinfachste, der Futterhersteller würde da mal drauf gucken und überlegen, was könnte ich in das Futter reintun, um den Kupfergehalt zu erhöhen. Dann klickt man auf so einen roten Balken und dann kriegt man eine Liste alles dessen, was Kupfer enthält, sortiert nach der Menge des Kupfergehalts. So. Dieser Hersteller will das ja gar nicht mit Zusätzen machen, sondern mit natürlichen Zutaten. Er kann jetzt hier in dem Gruppenfilter sagen, ja, gib mir etwas vom Tier, also Fleisch. Bekannt ist, Leber enthält viel Kupfer. Und in meiner Datenbank, lustigerweise, ist die Leber vom Dammwild das kupferreichste Tierprodukt, was es gibt. So, er müsste nur ein paar Gramm Dammwildleber dazufügen und schwupps, wäre das Thema Kupfer gedeckt. Hat er aber nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob Dammwild Hirsch ist oder ob das ein anderes oder Reh ist oder sonst was. Ich sage jetzt mal, ich füge dem Rezept eine Zeile hinzu und da nehme ich ein Lebensmittel aus der Sortgruppe Fleisch und zwar nenne ich es Dammwildleber roh und nehme davon mal so, ach, jetzt sind das hier so komische krumme Zahlen, nehme ich jetzt mal 10 Gramm und nehme 10 Gramm weniger Hirsch, damit wir bei derselben Menge bleiben. Ja, ist jetzt geringfügig mehr Energie drin, als man braucht. Ich glaube, jetzt ist es, nein, ich mache das jetzt mal weiter. Jetzt speichere ich das Rezept. Zack. Und jetzt gucken wir mal, jo, ist schon mehr als reichlich. Also 5 Gramm Dammleber ist sehr ausreichend. So, was wir hier haben, ist ein Problem mit dem Jod. Das ist gut zu sehen, das ist aber schwer zu klicken. So, jetzt habe ich es doch noch getroffen. Jod ist, da muss ich jetzt nicht großartig in Lebensmittel gucken, bekannterweise, jeder BAFA nimmt Ascophyllum nodosum, eine spezielle Seealge. Die gibt es in mehr oder weniger genau deklariert. Wir haben hier eine Auswahl an verschiedenen Konzentrationen von Jod in derselben Alge. Ich würde mal so um die 500 Milligramm Jod pro Kilo auswählen. Und jetzt fügen wir unserem Futter noch eine Zeile hinzu, fügen hinzu Lebensmittel, einen Zusatz, der da heißt Ascophyllum nodosum. Und dann nehmen wir hier die gering konzentrierte Fassung und nehmen da mal für den 15 Kilo Hund vielleicht mal 3 Gramm pro Woche oder 0,4 Gramm pro Tag. Das speichern wir mal. Und schauen, jo, das passt ganz gut. Als nächstes sehen wir, Mangan fehlt. Machen wir genau das Gleiche. Wo ist Mangan drin? In Zusätzen finden wir jetzt doof. Wir nehmen dann mal Samen. So, und da sieht man Weizenkeime, Haferflocken, Dinkelkorn, Haselnüsse, Kürbiskerne, Walnüsse und so weiter. Kann man wunderbar Magnesium draus ziehen. Ich finde Weizenkeime ganz gut, weil die enthalten auch ein bisschen Zink und ein bisschen Vitamin E. Das ist häufig defizitär. Das kann man so kaufen, kostet nicht viel Geld und ja, kommt man mit einer Kleinigkeit aus. Machen wir zu und sagen jetzt Zeile hinzufügen, nehmen Lebensmittel, Samen, ganz unten den Weizenkeim. Und nehmen davon mal so 2 Gramm pro Tag und speichern das Rezept. Wir sehen, ist erst 65% drin.
dann nehmen wir mal von dem Weizenkeim nicht 2, sondern nehmen wir mal 4 Gramm. Das sollte reichen, sollte mehr als reichen. Zack, haben wir Mangan aufgefüllt auf knapp 100%. Jetzt fehlen uns noch Vitamin D und E. Bekanntermaßen ist Vitamin D in Fisch. Ich nehme jetzt mal an, dass der Hirschfütterer jetzt keinen Fisch noch in seinem Protein drin haben will. Dann kann man ganz locker Lebertran nehmen. Und da wir gesehen haben, das Leinöl bringt erstmal gar keinen Nutzen, ersetzen wir das Leinöl durch Lebertran. Haben wir auch Omega-3-Fettsäuren drin, aber andere. Ich glaube, da mache ich jetzt gerade mal einen Break und stelle das zurück nach Leinöl und zeige euch, wie ihr zu dem Thema Fettsäuren kommt. Weil ich habe dafür noch keine schlaue bildliche Darstellung gefunden. Es gibt hier den Knopf Alle Werte. Und da kriegt man das, was unten in Bildern steht, angezeigt als Tabelle. Da sind erst die ganzen Aminosäuren und dann sieht man hier die Fettsäuren. Wir sehen also, wir haben Linolsäure, da wollte ich gar nicht hin, 1,97 Gramm drin. Der Hund braucht pro Kilo Stoffwechselgewicht, das ist hier der Basis, die Basis, pro Kilo Stoffwechselgewicht braucht er 0,36 Gramm Linolsäure. Ausgerechnet auf unseren Standardhund beträgt der Bedarf mal 7,1 Kekskilo Stoffwechselgewicht 2,74 Gramm Linolsäure braucht der Hund. Diese Linolsäure braucht er für die Hautgesundheit. Entschuldigung. Und ja, also das ist eigentlich der Hauptgrund, wofür man das braucht. Man kann davon ausgehen, kriegt der Hund nicht genügend Linolsäure, wird der irgendwie sich am Fell schubbern, Schuppen entwickeln, Haarausfall haben oder sonst irgendetwas. Wir sehen, er bekommt mit dem Futter, was da Foodies hat, 1,97 Gramm. Wir erinnern uns kurz, das Originalfutter enthält mehr von dem Fett. Und zwar das mehr als Dreifache, also ungefähr Vierfache. Da kann man mal davon ausgehen, dass der meist, dass die Linolsäure in echt gedeckt wäre. Wenn man nun wissen will, wo kommt die Linolsäure her, klickt man auf den Inhaltswert. Das entspricht weiter unten dem Klicken auf so einen grauen Balken. Wenn man wissen will, wo ist Linolsäure drin in nicht enthaltenen Lebensmitteln, guckt man hier auf die Abweichung. Das entspricht dem Klick auf so einen roten Balken. So, also in unserem Rezept ist Linolsäure enthalten. Wir vergewissern uns, dass es aus dem Hirsch kommt. Nein, kommt es nicht. Der Großteil der Linolsäure kommt aus dem Leinöl. So, nur ein kleiner Teil aus dem Hirsch. Also Fehlschluss, den ich eben gezogen habe. Nein, Hirsch wird den Linolsäurebedarf nicht decken. Auch bei dreifacher Menge, ja, also statt 0,4 mal 3 wären das 1,2, vielleicht 1,5, aber nicht 2,7 Gramm, die wir dem Hund reichen würden. Dann schauen wir uns mal an, was da noch drin ist, weil wir haben unten gesehen, das O3 zu O6 Verhältnis ist grottig schlecht. Besonders in Verbindung mit fehlendem Vitamin E. Wir sehen, der größte Teil aus den Omega-6-Fettsäuren besteht aus Linolensäure, auch bekannt als ALA, Alpha-Linolensäure. Wo kommt das her? Überraschung, aus dem Leinöl. So, und Leinöl macht nur dann Sinn, wenn man einen Überschuss an Linolsäure hat, die dann eventuell stoffwechselbedingt weiterverarbeitet wird und die Entzündungsneigung steigern würde. Zur Dämpfung der Entzündungsneigung würde man im Stoffwechsel diverse Enzyme quasi abgreifen, die erforderlich sind, um das weiter zu verdauen und umrouten auf die Omega-3-Fettsäuren,
die wiederum entzündungsdämpfend sind. Allerdings gibt es drei von diesen Fettsäuren, die relevant sind, nämlich die Linolensäure. Die ist viel in Pflanzenölen enthalten. Und dann gibt es noch die Eicosapentaensäure und die Docosahexaensäure. Das sind die EPA- und DHA-Säuren, die überwiegend im Fisch vorkommen. Wie man sieht, davon ist fast nichts drin. Während die Linolsäure, die vom Hund nicht wirklich weiter verstoffwechselt werden kann, zu diesen reichlich drin ist. Die braucht man nicht. Deswegen sollte man Fischöl nehmen, um das auszugleichen. Ist einfach vorteilhafter und man braucht dann auch nicht so viel davon. Und wie gesagt, im Lebertran sind nicht nur diese EPA- und DHA-Fettsäuren, sondern auch Vitamin D, was man da unten als mangelhaft sieht. Wir sind jetzt aber erstmal auf der Suche nach Vitamin D. So, da können wir hier nicht drauf klicken, weil es ist einfach kein Balken da. Dann nehmen wir hier Vitamin D, letzte Spalte, wo ist Vitamin D drinne? Zack. Und dann finden wir hier diverses Gedöns und sparen uns das mal und gucken uns mal den Fisch an. Und da finden wir Bückling, Hering, Aal, Sprotte und so weiter absteigend, während Kabeljau, Krabben, Wels oder auch Lachs nicht sehr viel davon hat. Bei Fisch muss man auch immer aufpassen, wenn man es roh füttert mit Thiaminase und hast du nicht gesehen, interessiert uns hier weniger. Wir wollten keinen Fisch verfüttern und jetzt gucken wir einfach mal in den Fetten und finden als allererstes Lebertran. Bekannt, wir suchen Lebertran. Bei dem Lachsöl, was hier gelistet ist, bezweifle ich, dass so viel Vitamin D drin ist. Da ist die Quelle nicht der Bundeslebensmittelschlüssel, sondern die österreichische Nährwerttabelle. Deswegen bleiben wir beim Lebertran und ersetzen jetzt unser Leinöl durch Lebertran. Damit wir hier das ganze Gedöns nicht haben, mache ich das mal wieder zu. So, fügen wir noch eine Zeile hinzu. Lebensmittel, Fette, Lebertran. Wo ist er? Da ist der Lebertran. Und dann nehmen wir nicht die 7,9, sondern wir nehmen mal nur 1 Gramm oder 2. 2 Gramm sollten reichen. Und Leinöl nullen wir aus. Dann ist es nach dem nächsten Speichern einfach raus. Rezept speichern. Zack. So, man sieht jetzt auch, wir haben jetzt weniger Energie drin, weil 7,9 Gramm Leinöl durch 2 Gramm Lebertran ersetzt wurden. Was sehen wir? Oh, wir haben mehr als das doppelte Vitamin D. Also kommen wir sogar mit 1 Gramm Lebertran aus. Nehmen wir mal 1 Gramm. So, um dem Hund jetzt Linolsäure zuzuführen, nehmen wir ein Öl. Ja, ich zeige nochmal, wie man es findet. Alle Werte. Linolsäure. Wo ist es drinne? Und wir könnten nehmen Distelöl, Hanföl, Weizenkeimöl. Wir wissen, Vitamin E ist ebenfalls Defizit. Probieren wir einfach mal Distelöl. So, nehmen wir wieder Lebensmittel. Fette und nehmen wir Distelöl und nehmen wir jetzt mal, was haben wir, 5,9 Gramm fehlen uns, um wieder die vorherige Energiemenge zu bekommen. Rezept speichern. Zack. Wir sehen, der Vitamin E-Gehalt hat sich deutlich erhöht. Wir sehen außerdem Linolsäure. Ups. Ist doppelt so viel drin wie erforderlich, also alles hübsch. Wir sehen außerdem, es ist ziemlich viel Omega-3 drin. So, was man unten gucken kann, das Verhältnis ist recht hoch. Jetzt kann man sich überlegen, wir tun mehr Vitamin D rein über Lebertran, ist nicht erforderlich. Kann man tun, würde ich einfach nicht machen, weil das ist
also es gibt keinen Grund dafür. Vitamin E wäre gut, wenn wir mehr davon haben. So, was kann man jetzt nehmen? Wir könnten ein bisschen Rapsöl hinzufügen. Das enthält überwiegend Linolsäure, aber auch Linolensäure. Damit probiere ich es jetzt mal und füge einfach mal hinzu. Lebensmittel, Fette. Was wollte ich jetzt nehmen? Rapsöl. Genau, hier ist es. Füge ich nochmal 3 Gramm Rapsöl hinzu. Man kann genauso gut sagen, wir lassen das jetzt stehen und fügen ein paar Vitamin E-Tropfen hinzu oder gehen davon aus, dass unser Lebertran vitaminisiert ist. Dann müsste ich als Hersteller das Vitamin E nicht hinzufügen. Also das kann man jetzt halten, wie man will. Generell wäre zum Auffüllen von zu wenig Fett, tierisches Fett mit langkettigen Fettsäuren, nicht verkehrt. Also die ganzen Pflanzenfette sind dann jeweils nur zum Ausgleich der ungesättigten Fettsäuren erforderlich. So, speichern wir das mal und gucken. Vitamin E 74%. Das ist echt nicht sehr viel. Aber wir wären mit diesem Panel, was wir hier sehen, ziemlich gut aufgestellt als Hersteller und könnten ohne Bedenken dieses Futter zu Recht als Alleinfutter verkaufen. Was haben wir gemacht? Wir haben Algen zugefügt für Jod. Wir haben Leber hinzugefügt für Kupfer. Wir haben Weizenkeime für Mangan hinzugefügt. Wir haben Lebertran hinzugefügt. Und wir haben noch einen Schuss Rapsöl dazu getan. Man könnte auch noch ein bisschen mehr Weizenkeimöl machen. Aber durch das Rapsöl hat sich hier, wie man sieht, das Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis von ziemlich weit bei 10 runter auf 7 bewegt. Das ist sehr angenehm. Somit hätte man als Hersteller dieser Hirschdose ein ziemlich ausgewogenes Futter. Der Hund würde keinen Mangel erleiden. Es wäre alles drin, was der Hund braucht. Ich sehe keinen Grund, warum das nicht so rezeptiert ist. So, jetzt könnt ihr alle so etwas selber machen. Ihr könnt das selber für euch, für euren Hund und so weiter ausprobieren. Ihr könnt das für alle möglichen Futter selber rechnen. Ihr wisst jetzt, wie es geht. Und vielleicht schreibt ihr in die Kommentare, welche Futter ich noch untersuchen sollte, welche Futter ihr untersucht habt, damit wir diese Pseudo-Alleinfutter dahin bringen, dass sie einfach bedarfsdeckend sind. Weil es spricht nichts dagegen, der Hund hat nur Vorteile. Es gibt keinen Grund, ein nicht bedarfsdeckendes Futter als Alleinfutter zu verkaufen, wie der Hersteller vom Foodie hier tut. So, nur mal, damit es alle sehen, hier steht Alleinfutter für Hunde. Ich mache es nochmal groß, damit es auch wirklich zu sehen ist. Auch hier funktioniert das Vergrößern. So. Alleinfutter für Hunde. Hier bei Foodie. Macht es ein bisschen besser. Es ist kein großer Aufwand. Es ist mit natürlichen Mitteln, ohne künstliche Zusätze zu machen. Macht das doch einfach. So. Und jetzt an die Arbeit, Leute. Rechnet gutes Futter und macht den Hund glücklich mit lecker Essen. Vielleicht könnt ihr ihm was klauen. Bis dann, schönen Sonntag.